Hallo, grüß euch, willkommen zurück. Willkommen zurück zu einem weiteren Tag. 30 Tage Weihnachten mit den Wunderweltmädels. Ich habe euch wieder ein Projekt vorbereitet und ich werde wieder mal plotten mit Stampin' Up verbinden. Und ich zeige euch einfach mein Prototyp. Sieht man von oben jetzt ganz, ganz schlecht. Aber ich habe da so wunderbar tolle, riesengroße Weihnachtskugeln in klar, die man beplotten kann, wo man was reingeben kann. Jetzt habe ich jetzt mal exemplarisch ein bisschen so Streudeko eine da. Werden wir dafür aber nur weiße Federn besorgen. Und ich hoffe, man kann sehen, ich habe da aus weißem Glitzerpapier eine Schneeflocke reingeben und habe einfach einen Namen und frohes Fest drauf geplottet. Und nachdem man ja Weihnachtskugeln nicht nur hinhängen kann, sondern auch dekorativ aufstellen kann, habe ich mir gedacht, wir machen heute gemeinsam so einen Ständer. Und ich verkehre auch so. Ich habe nämlich auch was hineingeklebt und gestempelt. Und dann kann man das Ding so aufstellen, in einem Winkel, wie man es dann haben mag. Hat so ein bisschen was von der Zauberkugel, gell? Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Das stellen wir mal ein bisschen zur Seite. Und anfangen werden wir tatsächlich mit den Kugeln. Das sind zwar so Halbschalen. Der Großteil von meinen Sachen zum Plotten kommt bei mir von der Plotterprinzessin aus Wachsenberg. Da gibt es auch diese Kugeln, ich werde euch das da in der Infobox verlinken oder im Blog, wo man das kriegt. Und ich finde, die haben eine ordentliche Größe, wenn ich da jetzt schaue, dann bin ich bei einem Durchmesser von knapp 12 cm. Und weil sie auf glatten Untergrund besser sozusagen übertragt, werden wir jetzt gleich einmal die Folie aufplotten. Die habe ich mir schon ausgeschnitten. Ich habe mir da einmal frohes Fest vorbereitet und wieder einen Namen. Und das Ganze werde ich mir jetzt übertragen. Dafür nehme ich mal meine Silikonmatte, eine Übertragungsfolie und einen Rakel. Die Folie ziehe ich runter. Kann man übrigens mehrfach verwenden. Legen wir das einmal auf mein Vinyl drauf und rakeln wir das fest. Kugelhalter natürlich für jede Form von Weihnachtskugel machen, die müssen nicht beplottet sein. Es gibt ja total schöne Kugeln zum Kaufen. Und wenn man sie die wo hinstellen mag oder so verschenken mag, geht das natürlich auch. Ich verbinde da einfach jetzt zwei Leidenschaften und habe doch die nehme ich ein bisschen mit. Seht ihr, das geht wunderbar. Dann schaue ich, wie ich das Ganze positioniert haben mag. Ich mag, dass der Namenszug ein bisschen schräg verläuft. Machen wir das einmal ganz grob nur an und arbeite in einem ersten Schritt mit meinen Fingern. Das wird bei so feinen Geschichten wahrscheinlich auch reichen. Und gerade bei unebenen Oberflächen, wie Kugeln, ne, ergibt es auch einen Sinn, damit man da möglichst faltenfrei übertragen. Das lupfen wir dann einfach einmal an einer Seite, schauen, ob sie das schon löst. Und ziehen einfach in einem möglichst spitzen Winkel unsere Übertragungsfolie ab. Und so habe ich meinen ersten Schriftzug schon übertragen. Hole mir dann meine zweite Halbkugel, hole mir meinen zweiten Schriftzug, lege mir die Übertragungsfolie wieder drüber und rakle fest. Schauen wir es auch da an, wie ich es positionieren mag. Das mag ich dann eher ein bisschen gerader haben. Und das funktioniert tatsächlich am besten mit den Fingern. Ziehen wir das runter und somit habe ich meine Kugeln schon mal beplottet. Meine Übertragungsfolie hebe ich mir natürlich auf, die kann ich ja wiederverwenden. Solange die klebt, verwende ich die ja wieder. Legen wir es zur Seite. Und werde mich in einem ersten Schritt einmal um die Schneeflocke im Inneren kümmern. Da habe ich es, wie gesagt, im Glitzer-Weiß-Papier verwendet. Jetzt werden wir Glitzer-Gold-Papier verwenden, damit wir ein bisschen eine Variation drinnen haben.
Das habe ich mir schon irgendwo vorbereitet. Da ist das. Und da werde ich mir auf die Hälfte unsere Klebebögen aufbringen. Das heißt, die schneiden wir da ein Stückchen runter. Streifen wir gut fest und dann suchen wir uns gleich passende Standsteile. Und da haben wir für die Weihnachtslichter entschieden, nicht irritieren lassen vom Druckfehler, vom Schreibfehler. Nehmen wir da die Schneeflocke, die Outline und die Innenteile. Schnappen wir dann meine Stanz- und Prägemaschine. Und fange mit dem ersten an, dass ich mir die erste Schneeflocke ausstanze. Das ist jetzt auf der Seite, wo ich die Klebefolie aufgebracht habe. Schau, dass das möglichst mittig drauf sitzt, weil wir ja zwar möglichst identische Teile brauchen. Und kurbelt das gleich mal durch. Lösen wir das raus. Und mache eine zweite Schneeflocke. Diesmal ohne Klebebögen. Aber schau, dass mein Innenleben von den Stanzteilen wieder möglichst genau mittig liegt, damit die Löcher gut übereinander passen. Ganz genau schafft man das eh nicht. Und ich sage, wer zu genau schaut, hat nichts Gutes im Sinn. Das geht schon mal super raus. Und dann befreien wir beide Schneeflocken von den Ausstanzungen. Da könnt ihr einen Bürstel nehmen von unserem Aufhebhelfer, das zum Dazukaufen gibt. Oder auch ein Pixie. Auch das ist beim Aufhebhelfer dabei. Ich habe jetzt auch mit der zweiten Seite schon begonnen zum Entgittern und habe mir angeschaut, ob die Teile rausgehen, wenn ich die Folie abziehe. Das funktioniert nur bedingt. Wir werden jetzt trotzdem den zweiten Teil von der Folie runterziehen. Und dann, so gut es geht, nochmal die Löcher freimachen. Beziehungsweise werden wir uns jetzt einen Nylonfaden holen und den einmal da quer durchkleben. Ich fange da wirklich gut weit unten an, damit er möglichst viel Klebefläche hat. Schauen wir das von der Höhe ungefähr an. Und legt da eine Schlaufe. Man kann das übrigens auch mit jedem anderen Faden machen. Ich wollte einfach einen transparenten Faden, deshalb dieser Nylonfaden oder diese Fischerseide. Das schneide ich mir dann unten ab. Und dann bringe ich möglichst passgenau meine zweite Schneeflocke oben drüber.
Lasst euch da wirklich Zeit. Gut festdrücken. Da fahre ich dann auch mit Druck mit meinem Falzbein drüber, dass sie das gut verbinden kann. Und kann dann von der anderen Seite meine Löcher noch ein bisschen befreien, die ich vorher nicht befreit habe. Und wer mag, kann sich die Schneeflocke, so wie ich es da gemacht habe, nur mit Glitzersteine zusätzlich bekleben. Es gibt rote Glitzersteine, nachdem ich da aber keine habe, werde ich mir einfach welche einfärben. Dafür nehme ich die Stampin' Blends, in dem Fall habe ich einen in Dunkel Chili. Und wenn die kurz angetrocknet sind, nehme ich meinen Aufhebhelfer und platziere mir die größeren in der Mitte und die kleinen in die Äste von der Schneeflocke. Das Ganze mache ich natürlich auf beiden Seiten. Den größeren wieder in die Mitte. Generell halten die Dinge auf Glitzerpapier eher schlecht, nachdem man das aber später nicht wirklich viel bewegt. Wird das auch halten, drücken wir das Ganze nochmal fest. Nehmen wir dann meine zwei Hälften und bei einer Hälfte habe ich da so eine Aussparung. Da fädel ich mir mein Nylonfaden ein und ziehe das über die Schlaufe drüber und mache mir dann meine Kugel zu. Wie gesagt, ich werde mir da noch Federn besorgen, die ich reingebe. Ihr könnt aber da alles Mögliche einfüllen. Man kann auch einen Gutschein reintun, weil man ja die Kugeln wieder aufmachen kann. Aber vom Prinzip her ist die Kugel einmal fertig. Und jetzt werden wir uns ums eigentliche Papierbasteln kümmern. Nämlich um unseren Ständer. Und auch da habe ich mir schon ein Papier vorbereitet. Wir werden jetzt in Savanne arbeiten und ein Designerpapier in Chili Rot dazu verwenden. Da habe ich fürs Designerpapier im schönsten Licht entschieden. Ihr seht, da habt ihr foliertes Papier in Lodengrün, in Celadon, in Schwarz, in Vanille und natürlich in Chili Rot. Auf die anderen Seiten ist ganz oft die Bouquet-Technik drauf. Und aber auch diese Rahmen da. Da habe ich mir jetzt zwei Designs rausgesucht. Und zwar werden wir da mit den zwei Muster arbeiten. Vorerst werden wir aber unseren Farbkarton in Celadon
präparieren. Das ist ein Stück in 21 x 21 und das fällt in einem ersten Schritt reihum bei 4 cm. Und dann habe ich nur ein Stück Savanne, das hat 11 x 11 cm und das fällt sich rundherum bei 1 cm. Das heißt, ich kann entweder da bei 1 cm anlegen oder da herüben bei 10. Beim Designerpapier brauche ich 4 Streifen in einer Breite von 3,5 cm und in einer Länge von 12,5 cm. Da habe ich mich für das da entschieden. Das heißt, das kürze ich mir mal auf 12,5 cm. Und schneiden wir dann 4 3,5 cm Streifen. Das müssen wir nachher noch ein bisschen präparieren. Und ich brauche ein Stück für oben, das heißt 8,5 x 8,5, dann nehme ich das da her. Da gibt es jetzt zwei Wege, wir werden da nur ein Loch stanzen müssen. Das heißt, ihr könnt euch entweder das sofort aufkleben, dann tut sich die Stanz- und Prägemaschine ein bisschen schwerer, aber sie schafft es. Oder ihr stanzt die zwei Dinge hintereinander. Da müsst ihr halt gut schauen, dass ihr denselben Abstand kriegt. Ich werde mir das jetzt einmal gleich aufkleben. Da ist tatsächlich der Rand wichtig. In der Mitte brauche ich gar nicht wirklich Kleber. Und bringe mir das mittig innerhalb von meinen Falzlinien auf mein Farbkarton auf. Streifen wir das gut fest. Und legen wir es kurz einmal zum Trocknen weg, damit sich das auch gut verbindet. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um meinen restlichen Teil. Da brauchen wir jetzt Lineal und Bleistift. Und werden jetzt immer von der Falzlinie 2 cm nach innen messen. Auf jeweils einer Seite ziehe ich mir eine Hilfslinie. Schau, dass ich da immer auf derselben Seite sozusagen von der Ecke bin. Auf der anderen Seite nehme ich mir ein Falztool und ziehe mir eine Falzlinie. Wenn ich die Falzlinie entzogen habe, ziehe ich 1 cm circa oberhalb der Falzlinie wieder eine Hilfslinie mit Bleistift. Das schaut jetzt so aus an den Ecken. Das heißt, ich habe da bei 2 cm innerhalb von der Falz markiert, habe einmal eine Falzlinie gezogen, 1 cm drüber eine Hilfslinie mit Bleistift und auf der anderen Ecke habe ich auch von der Falzlinie 2 cm einer gemessen und habe eine Bleistiftlinie gezogen. Jetzt brauche ich eine Schere und schneide einmal die erste Bleistiftlinie bis in die Ecke.
Und da habe ich mir ja eine Hilfslinie gezogen. Da schneide ich auch noch. Und nachdem das eine Klebelasche ist, schräge ich mir die aber aus. Das heißt, meine Ecke schaut nachher so aus. Ich habe da eine Falzlinie. Da habe ich an der Kante abgeschnitten und da bleibt mir eine Klebelasche stehen. Das machen wir jetzt an alle vier Ecken. Die Bleistiftlinie hoch bis in den Mittelpunkt schneiden. Da die Bleistifthilfslinie schneiden und aber in die Ecke eine abschrägen. Wenn nur ein Bleistift rechts ist, kann man das jetzt wegradieren. Und nachdem ich jetzt auf meinen Seitenteilen schrägen habe, brauche ich das auf meinem Designerpapier auch. Das wird zu meiner Oberkante. Und da misse ich mir jetzt 1,75 cm einer. Ziehen wir wieder Hilfslinie mit dem Bleistift. Legen wir dann zwei Designs übereinander. Schau sozusagen, dass die Richtung passt. Leg's Kante auf Kante und schneid mal mit einer Schere oder mit dem Schneide- und Falzbrett, wie es euch leichter tut und lieber ist, diese Kanten weg. Nehmen wir die nächsten zwei Papiere, legen wir das wieder an und schneid die Schneidekanten entlang. Ah, die anderen zwei Streifen zurecht. Und das sollte dann passgenau auf unsere Seitenteile passen. Und auch das können wir schon ankleben. Als nächstes nehme ich mal ein Reststückerl in Grundweiß. Das Stempelset Lichterzauber. Und suche mir einen schönen Spruch. Da drinnen habe ich stehen, alles funkelt nah und weit. Wir konnten aber jetzt das nehmen. Oder viel Ruhe und Zeit an den Feiertagen, sowie alles Gute fürs neue Jahr. Das werden wir jetzt nehmen. Oder einfach die gesegneten Weihnachten, die gefallen mir recht gut, die werde ich jetzt verwenden.
Und ich habe aus der Serie noch das zweite Stempelset mal auch vorbereitet, die Christmas Lights. Da habe ich ein paar so ganz kleine Sterndal. Die nehme ich mir auch raus. Dann bereite ich mir Versamark vor. Ein Embossing Body, mit dem gehe ich gleich mal über mein Papier. Und Embossing Pulver in Klar und in Gold. Und werde einfach mal anfangen mit meinem gesegneten Weihnachten. Und mache da gleich ein paar Sterndal herum. Und werde mir sie am ersten Schritt mal in Klar embossen. Da seht ihr natürlich noch nicht viel davon. Ich werde das einmal kurz schmelzen. Lass das gut abkühlen. Gehe nochmal mit meinem Body drüber und nehme nochmal die Sternball. Und gehe mit dem Ganzen jetzt durchs goldene Embossingpulver. Und auch das schmelze ich mir ein. Als nächstes brauche ich Schmierpapier. Eins von unserer Bierstall. Und Stempelkissen in Chili und dann werde ich mir da unregelmäßig Farbe aufbringen. Einmal ein bisschen stärker, einmal ein bisschen schwächer. Mit einem weichen Tuch nehme ich mir dann die überschüssige Farbe vom Klar-Embossen ab. Und dann können wir uns ans Stanzen richten. Ich nehme wieder meine Stanz- und Prägemaschine und nehme die Basics mit Pep und dann nehme ich mir den größten Kreis. Stanzen wir da meine gesegneten Weihnachten aus. Und nehmen wir jetzt unser präpariertes 11x11 Teil. Positionieren wir da den Kreis gut in der Mitte. Und stanzen wir auch das aus. Den kann ich für ein anderes Projekt verwenden. Als nächstes nehme ich mir nochmal meinen Bierstall und gehe über die Ränder drüber, dass die ein bisschen dunkler sind. Wenn mir da zu wenig Farbe noch drinnen ist, kann ich natürlich nochmal Farbe aufnehmen auch. Und das darf gern ein bisschen unterschiedlich sein, weil wir ja im zweiten Designerpapier außen diesen Bouquet-Effekt drauf haben.
Und jetzt geht es dann ans Kleben. Ich nehme als erst einmal mein großes Teil, positioniere mir da möglichst mittig mein zweites Quadrat drüber und werde mir da einer meinen Kreis kleben. Sonst müsste ich das ganze Pi mal Daumen machen. Ihr könnt das natürlich auch ausmessen. Das beschweren wir kurz einmal mit einem Stempelblock. In der Zwischenzeit schnappe ich mir ein Abreißklebeband und bringe an die Falzkanten Abreißklebeband auf. Dasselbe mache ich da auf meine Klebelaschen. Wer am Boden nun in Copyright-Stempel unser Logo aufbringen will, sollte das jetzt tun, weil nachher wird es ein bisschen schwierig. Das heißt, die stempelt man da ins Eck, das Copyright. Und meinen eigenen Stempel tue ich mir auch in die Mitte. Und dann werden wir mal alle Falzlinien nachziehen. Zuvor können wir da die Ecken noch abschrägen. Da schneide ich einfach diagonal drüber. Durch sozusagen den Schnittpunkt, wo die Falzlinien. Und was ich beim Oberteil ganz gern mache, ist, dass ich mir die Klebelaschen zum Abreißklebeband zurückschneide. Das ist aber Geschmackssache, das müsst ihr nicht machen. Ich habe es auf 1 cm sozusagen belassen beim Zuschnitt und beim Falzen, weil die Maße einfacher sind. Das können wir auch da machen. Ist aber kein Muss, wie gesagt. So, jetzt knicken wir mal alle Falzlinien noch. Und beginnen tue ich mit dem großen Teil und klebe mir die Seiten einmal zusammen. Da schaue ich, dass ich wieder Kante auf Kante gehe und streiche mir es von innen gut fest, damit sie das verbinden kann. Könnt ihr natürlich auch mit Flüssigkleber kleben. Und ich gehe wirklich noch mal gut nach, damit das auch gut verklebt ist. Und was wir jetzt noch machen, ist sozusagen den Deckel da einfädeln und verkleben. Das schaut komplizierter aus, als es ist. Das heißt, ich fange mit einer Seite an, löse mir das Trägerpapier und schaue da einmal, dass ich Kante auf Kante komme. Da muss ich noch ein bisschen nachschneiden. Wenn das passt, streife ich von hinten fest
lösen wir den nächsten Streifen. Kleb innen ein. Der Vorteil ist einfach das Loch, das wir da haben. Da können wir gut eingreifen. Schau jetzt schon, dass sie die anderen Seitenteile nach innen biegen. Und fang an mit einer Seite, dass ich mir es löse. Schieb mir das wieder in die Kante ein. Und drücken wir es von innen gut fest. Jetzt fällt mir nur die eine Seite. Seht ihr, da kann ich gut ein bisschen lupfen. Und komme so auch zu meinem Trennpapier. Und verkleben wir dann auch noch die letzte Seite. Und so ist unser Trapezständer für Weihnachtskugeln fertig. Schauen wir mal, dass sie die Seiten gut verbinden. Schnappt man dann meine vorbereitete Weihnachtskugel. Da, wie gesagt, gerne noch dekorieren. Klimbim, Bandel drauf, innen ein paar Federn. Und fertig, ich zeige es euch einmal schräg, ist mein Kugelprojekt für 30 Tage Weihnachten. Ich schiebe die auch noch mal rein, die helle Variante in Celadon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir gedacht, das ist einmal ein bisschen was anderes. Ich hoffe, ihr habt Lust zum Nachbasteln. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, Baba, pfiat euch!